Also hier drin läuft es ja ganz gut. Kann ich mich echt nicht beklagen. Schon gut geerntet. Alles ist fertig. Tomaten, Paprika, Zucchini, Knoblauch. Hier läuft alles. Aber da draußen sieht gar nicht so gut aus. Der ganz normale Selbstversorgewahnsinn. Teil 31. Dranbleiben. Aber hier draußen, da sieht das doch über weite Strecken ziemlich leer aus. Hallo und herzlich willkommen wieder bei Neusch im Garten. Hier ist der Stock auf meinem YouTube-Kanal. Ja, gut, das liegt zum Teil daran, weil einige Kulturen nicht so funktioniert haben, wie sie sollten. Nichts Neues bei mir, was? Aber so, ich meine auch, wir wären extrem spät dran in diesem Jahr. Jetzt haben wir schon wieder ein paar Tage Sonne gehabt. Jetzt ist es schon wieder ziemlich kühl hier. Deswegen keine aktuellen Sachen. Der Selbstversorger-Wahnsinn. Schauen Sie sich die halbe Stunde Zusammenschnitt an und dann gucken wir weiter. Viel Spaß! Arbeitseinsatz. Die ganze Familie, da hinten zwei, meine Frau macht auch gleich mit. Was habe ich für heute geplant? Kommen Sie mal gucken. Einmal Sellerie, Knollensellerie, die sind nicht aus eigener Produktion. Das ist mir zu aufwendig. Und Gemüsezwiebeln, die dicken. Oben in der Infobox gibt es eine ganze Serie darüber. Aber habe ich mir was Neues überlegt? Bin ich an einen Sack hier Schafswolle gekommen? Ja. Auf jeden Fall ist da Schafswolle drin. Ja. Und das soll ja ein enorm guter Dünger sein. 100 Gramm pro Quadratmeter, habe ich gehört. Der ganze Sack hier wiegt 8 Kilo. So. Das wird jetzt für die Zwiebeln und für den Sellerie als Dünger verwendet. Gut, und weil die Schafswolle ja ein bisschen in die Erde rein soll, ziehe ich mit diesem Ding eine Rille und da stopfen wir dann die Schafswolle rein. Aber ich will das mit der Wolle auch noch an anderen Pflanzen probieren. Da gibt es eine eigene Serie drüber. Paprika habe ich jede Menge vorbereitet. So. Ich glaube, der hat schon Schnaps getrunken. Die ist nicht besonders gerade, die Rille. Weißt du, du kannst die nächste Reihe gerne selbst probieren, wenn du meinst, du kriegst halt gerade hin. Ich überleg's mir. Aber Wolle ist doch was, mit was sich Frauen auskennen, was? Ja, ich, mit Schafen. Mit Schafen, mit dummen Schafen, wie mir einer, was? Jetzt kannst du die Schafswolle da reinstopfen. Welch exquisiter Duft. Wie viel sind denn 100 Gramm Schafwolle? Ich habe keine Ahnung. Ziemlich viel, glaube ich. Das ist irgendwie gar nichts. Das wiegt überhaupt nichts. Das sind 8 Kilo, der ganze Beutel da. Ich habe jetzt keine Waage hier, aber 100 Gramm ist das nicht. Nee, wiegt gar nichts. Tja. Soll ich eine Waage holen? Nee, tu einfach mal. Das ist ja nur so zum Spaß. Guck mal, schwarze und helle. Ich mache das mit anderen nochmal neu. Mit anderen Kulturen. Komm, stopp mal da rein. Lieber schwarz oder lieber weiß? Wie hätt's der Herr gerne? Ist mir egal. Ja gut, ich habe immer Mitleid mit schwarzen Schafen. Nehmen wir die mal. Oh, ich glaube, ich muss mal wieder gucken. Die Kinder machen wieder hinten Unfug. Also hier in die Rille schön verteilen, oder wie? Ja, seht mal zu, dass die irgendwie ein bisschen in die Erde kommt. Ja, mache. Aber nicht den ganzen Sack. Nee, schon klar. Das weiß ich so in der Art. Ja, ich wollte es jetzt erstmal auslegen und dann rein tropfen. Vorarbeiter sein ist schwierig, drei Leute unter einem Hut zu bekommen. Hätten wir wohl etwas tiefer machen sollen, was? Die Rille? Ja, also das sind ja keine 100 Gramm hier, das wiegt gar nichts. Ja, 100 Gramm auf wie viel? 100 Gramm auf den Quadratmeter. Also lass sagen, das ist ein Meter ist ein Quadratmeter. Das heißt, 100 Gramm müssen auf dem Meter sein. Ja,
Ja, da muss ich ja noch viel mehr da reinstopfen. Ja. Also das Zeug wiegt wirklich gar nichts. Das war in die Rille gar nicht reinzukriegen. Jetzt versuchen wir die Rille mal was tiefer zu machen. So, da komm. Muss ich sportliche Aktivitäten halten. Statt Yoga, hm? Das gibt es ja auch als Pellets. Ist wahrscheinlich erheblich einfacher, als dieses voluminöse Zeug da reinzukriegen. Aber das sieht gut aus. Jetzt müssen wir uns nur noch merken, ob die gelbe Wolle oder die weiße oder die schwarze Wolle besser arbeitet. Ja genau, da machen wir bis zur Hälfte schwarz und ab da machen wir weiter. Kannst du dann wieder ein neues Projekt haben. Ich weiß doch, auf YouTube kommt Show immer besser an als Information. Und was hast du da gemacht? Ja, schwarz-weiß halt. Schwarz-weiß. Jetzt zuhäufeln oder unterbuddeln? Du wirst nicht glauben, da müssen noch Pflanzen hin. Nee, echt? Ich dachte, die steckst du in die Wolle rein. Du denkst auch, eine Bürofrau ist von Natur aus doof, oder? Das hat nichts mit Büro zu tun. Danke. Ey! Ich sehe, ich näher mich immer näher dem RTL-Niveau an. Also ich würde mal schätzen, du nimmst die, stellst sie dahin so und machst das Ganze so zu, dass die ungefähr Boden eben, so wie sie in den Dingen standen, waren. Und wir haben 24 Pflanzen. Auch 24 Pflanzen, das sind genau alle 30 cm eine. So ungefähr. Ja, 30 cm ist ein Lineal, das weiß ich aus dem Büro. Ach nee, ja. So wunderbar. So. Okay, die schwimmen ja da drin. Ja. Ich würde die Wolle doch ein bisschen unter. Nee, die Wolle an der Stelle, wo die Pflanze ist, ein bisschen auf Seite tun, damit die okay. Auch. Sonst schwebt die ja in der Luft. Pflanzen, die in der Luft schweben. RTL. Also die Kinder haben das mit den Kartoffeln und den 30 cm hingekriegt. Schaffst du das auch? Ja, danke. Ja, danke. Ich bin zwar mathematisch nicht so begabt, eher sprachlich, aber das kriege ich hin. Mir und schlafen höchstens die Knie vorher ein, weil die Kinder haben keine Arthrose. Und falls irgendwann mal Unkraut jätest, das sind Zwiebeln und kein Unkraut. Diese Geschichte ist 10 Jahre alt und sie wird mir jedes Jahr wieder zum Vorwurf gemacht. In unserem Schrebergarten in Aachen hatte Ralf mal Knoblauch gesetzt und ich habe ihn mit Freude rausgezogen und mich gewundert, wie schön gleichmäßig das Unkraut da wächst. Und diese Geschichte höre ich jetzt seit 10 Jahren jedes Jahr wieder. Genau. Und die wirst du auch noch weiter hören. Ja, ich weiß. Aber ich habe ja Humor. Interessantes Phänomen fällt hier gerade auf. In dieser Wassertonne sind Millionen Ameisen drin, die hier am Ertrinken sind. Das ist jetzt gerade keine. So, und wo hat sie die gehabt eben? Oder sind schon alle tot? Nee, mal im Ernst. Das sind so richtig. Womit kann ich die jetzt rausholen? Ich nichts mit dem Finger. So, gucken wir uns das mal an. Da, kann man das erkennen? Das sind Klumpen von Ameisen. Die ganze Oberfläche von der Tonne ist voll damit. Warum klettern die Tonne hoch in das Wasser und ertrinken da drin? Ja, irgendwo da sind sie. Gibt immer wieder Phänomene, die ich nicht erklären kann. Klappt das? Ja. Ich fange gleich schon an zu mähen hier. Du tust denen nachher was Wasser geben. Du ja, hast natürlich gehört, dass Pflanzen Wasser brauchen. Hab ich, ja. Danke. In Bio, 3. Klasse. Ne, das war nicht viel. Kann man nichts machen. Wie gesagt, kommt mit einer anderen Kultur noch mal hinterher. Ich bin stolz auf dich. Ja, wa?
Danke. Aber ich glaube, ich habe auch einen Schnaps getrunken. Die Reihe ist nicht ganz gerade. Aber es liegt nur daran, weil du die Rille nicht gerade gemacht hast. Bestimmt. Ich kriege hier heute einen Intensivkurs im Gardening hier. Ja, erst habe ich was für die Kniemuskulatur getan. Jetzt mache ich was für die Armmuskulatur. Da brauche ich gleich kein Indoor-Yoga mehr. Ach nee, wie heißt das? Online-Yoga mehr. Da habe ich ja schon alles trainiert, was ich trainieren muss. Ich sag dir. Und das noch draußen. Besser geht's gar nicht. Oh, mir fällt doch schon was ein, was du noch trainieren musst. Ja, danke. Mach's schon. Jetzt sind wir schon beim RTL Late Night. Ja, Ü18, Junge. Pass auf, dass sie das Video nicht wieder... Nein, passiert nicht. So, nächste Reihe Sellerie. Ich weiß, du magst kein Sellerie, aber ich pflanze. Ich hasse dieses Gemüse. Aber ja, in der Suppe ist es okay. Es sind genauso viele wie Zwiebeln. Sollte doch möglich sein, die quasi gegenüber zu pflanzen. Ich denke, es sind nur 12. Nein, es sind 2 Kisten. Ah, 2 × 12, gleich 24. Ja, erstaunlich. Ich mache regelmäßig Homeschooling. Dann sollte ich das hinkriegen, ne? Oh ja, das werde ich nicht zeigen. Oder doch? Nein. YouTube. Was ist falsch? Nichts ist falsch. Also was hast du gezeigt? Ich habe nur gesagt, dass ich diese Unterhaltung hier gar nicht zeigen darf auf YouTube. Das ist ja grauselig. Ich dachte schon, du hättest wieder irgendwas von mir auf der Linse, was da nicht hingehört. Oder ich hätte hier irgendwas falsch gemacht. Was sich so alles abspielt in Deutschland, was? War jetzt nicht ganz so ernst gemeint, die ganze Episode. Aber wie gesagt, Unterhaltung ist mehr wert auf YouTube als Information. Jetzt sind sie weg. Jetzt machen sie Abendessen. Und ich muss sie noch ein bisschen runterkühlen. Und jetzt fragen sie mich nicht, warum ich den Sprenger nicht aufstelle. Ja, mache ich irgendwann mal. Aber der funktioniert nicht so wirklich. Der ist undicht. Ist sowieso alles nur Placebo. Das habe ich gestern auch schon mal gemacht. Und nach einem halben Tag war das alles wieder verdunstet. Ich weiß, ich tue der Familie Unrecht. Die geben sich ja alle Mühe. Verzeihung. Wobei ich weiß, diese ganze Sprengerei hier, das Einzige, was zum Wachstum angeregt wird, ist Unkraut. Besorge ich einen Sack Erde für meine Frau, für die Blumen. Stopf den so ein bisschen auf die Erde, dass er was zusammensackt. Gerissen. Habe ich nichts anderes zu tun. Bin mal gespannt, welcher Blödsinn als nächstes passiert. Junge, Junge, Junge. Glaube ich schon mal gesagt, hier im Rheinland heißt das mit der Hängobsätze mit der Föß im Würpe. Und wo wir gerade bei so Kleinkram sind, eine Bitte habe ich an einen meiner Zuschauer. Der war vor Jahren mal mit dem Fahrrad hier und hat mir Saatgut gegeben von irgendeiner Pflanze, aber ich kann mich nicht mehr erinnern. Also irgendwas wie Melonen, aber was aussieht wie Melonen, aber keine Melone ist, irgendwie aus Südfrankreich oder sowas. Die habe ich diese Tage wieder gefunden. Die wachsen jetzt hier. Also, wenn Sie da irgendwo da draußen das hören, setzen Sie sich nochmal mit mir in Verbindung und erklären mir, was das nun letztendlich ist. Ich kann mich beim besten Willen nicht mehr erinnern. 26. April. So früh waren wir bisher noch nie. Kommen Sie mit. Der erste Schwarm. Oder vielleicht auch 2. Also bei der Menge an Bienen, ich kann es gar nicht sagen. Auch wenn sie mich jetzt schlagen mögen, ich werde mir in diesem Jahr nicht mehr die Mühe machen, auf Bäume zu klettern oder dergleichen. Und ich habe auch keine Schwarmverhinderung betrieben, haben sie ja mitbekommen. Ich lasse es laufen. Das ist der natürliche Weg der Vermehrung. So leid mir das tut. Nee, tut mir nicht leid. Ich mache das bewusst. Das ist der natürliche Weg. Dafür habe ich 10 Völker. Es sollte auch bei 10 Völkern noch genügend Honig übrig bleiben. Gucken Sie sich das Spiel mal an da oben. Also wenn irgendwo einer
so hängt, dass ich gerade so mit der Kiste drunter rein, ist gut. Aber ansonsten, ich kraxel nicht mehr an Bäumen rum. Ein riesiger Haufen dort. Und weiter oben hängt noch eine Traube. Welch ein Haufen Bienen. Und das war mit Sicherheit noch nicht der letzte. Jetzt gehe ich mal gucken an den Fluglöschern, ob irgendwo zu sehen ist, aus welchem Volk der raus ist. Oder die raus sind. Ja, das eine hinten. Das stärkste, wo auch der Honigraum schon ziemlich voll war. Das würde ich sagen, da ist relativ wenig vor dem Flugloch. Aber ansonsten, da werden noch einige kommen. Dieses hier, würde ich sagen. Aber wenn man sich so umhört, ist ja nicht so, dass in der Imkerschaft, also zumindest meines Wissensstandes nach, uneingeschränkt die Meinung herrscht, nicht schwärmen lassen. Also man kann das durchaus machen. Es ist der Lauf der Dinge. Und in diesem Jahr, wie gesagt, wenn sie nicht gerade so hängen, dass ich sie nur noch in den Eimer schlagen muss, lasse ich das. Gut. Langsam muss ich mich um die Vorbereitung der Beete kümmern, wo Kohlwachs wachsen soll. Abgemessen 700 Gramm. 150 auf den Quadratmeter bei 8. 1200 brauche ich, stimmt's? Genau. Gut, nehmen wir zwei solche Haufen hier. Ich muss da jetzt kurz unterbrechen und überlegen. So. Das müsste reichen für 1,20 Meter ungefähr, wo Kohl wachsen soll. Das werde ich jetzt verteilen. Da soll der Spaß hin. Zwischen hier und hier dürfte ungefähr 1 Meter breit sein. Für zwei Reihen Blumenkohl sollte das reichen. So um den Dreh. Jetzt gucke ich noch, dass ich da was in die Erde kriege. Mit so einem Geschoss hier. Jetzt fragen Sie mich nicht, welchen Dünger ich bevorzuge. Habe ich bestimmt schon x-mal gesagt. Ich habe keinen. Ich mache das immer nach Lust und Laune. Das sollte reichen. Das gleiche Spiel passiert jetzt mit dem Beet nebenan, wo Brokkoli drauf kommt. Drei Streifen, fertig. Und noch mal ein bisschen Kleinkram. Es wird dringend Zeit, wir haben immer noch den 28. Es wird dringend Zeit, dass die Wettervorhersage keinen Frost mehr oder keine tiefen Temperaturen mehr vorhersagt, damit der ganze Kram hier endlich in den Garten kann. Rein, raus, rein, raus, rein, raus, seit Wochen. Werfen Sie mal einen Blick drauf. Wirsing, Rotkohl, verschiedene Tomaten, Paprika. Die da jetzt fehlen, die habe ich schon im Gewächshaus drin. Und noch mehr davon. Ich habe es wohl etwas zu gut gemeint, was? Aber es hat schon seinen Grund, keine Sorge. Tabakpflanzen. Auch schon ziemlich groß.
Nur der Blumenkohl, da hat es nicht so funktioniert. Das sind eine ganze Reihe nicht aufgegangen oder aber von den Mäusen gefressen. Und hier bei den roten Beeten war schon zweimal Mäuse dran. Hier, man sieht das hier vorne. Schon wieder. Brokkoli. Sehr gut gelaufen. Melonen. Und nochmal Melonen. Und im Gewächshaus steht noch Mais und diverse Blumen und alles wartet darauf, dass das nach draußen kann. Aber wo ich gerade bei Tabak war, ich meine, anbauen kann ich das ja. Aber ich habe nicht viel Ahnung davon, wie man aus diesem Tabak letztendlich, aus diesen Pflanzen, den Blättern, letztendlich auch Tabak macht, den man rauchen kann. Ich weiß, es ist ungesund. Ist da vielleicht draußen irgendjemand, der wirklich Ahnung davon hat? Der vielleicht auch noch in der Gegend wohnt, damit wir da zusammen mal machen können. Das wäre eine feine Sache. Hier, zwischen Köln und Düsseldorf irgendwo. Kennen Sie sich damit aus? Schon mal gemacht? In größerem Stil? Mit Erfolg? Dann melden Sie sich bei mir. Dann treffen wir uns mal. Und kümmern uns mal darum, wie man raus später was zu rauchen macht. Ach so, nur noch um die Kunstlichtfanatiker zu ärgern. Alles ohne Kunstlicht. So, ich habe entschieden, es wird nicht mehr frieren, es wird nicht mehr kalt werden. Fangen wir mit Brokkoli an. Aber regnen müsste bald mal wieder. Aber das haben die angekündigt für morgen, übermorgen. Wollen wir mal gucken. Vorbereitet ist ja, da bis da, da geht die erste Pflanze hin. Da die zweite. Und so arbeite ich mich jetzt hier vorwärts. So, das war's. 6, 8, 10, 12, 20, 20, 24, 25, 30, 200, 400, 600, 38. 44 Stück. Vielleicht ein bisschen zu dicht, was. Ich kann so schlecht was wegwerfen. Mal sehen, ob die Nachbarn die wollen. Jetzt kriegen die ganzen noch ein bisschen Wasser und dann Netz drüber. Ja, ich versuche nicht auf die Blätter zu gießen. So. Kurz Netz und dann weiter. Beide drauf. Fertig. Übrigens. Den Schwarm, den ich Ihnen gezeigt habe, nach nicht mal 24 Stunden weg, ist äußerst selten. Also ich habe die aber auch schon wesentlich länger da hängen sehen. Nichts mehr. Warten wir auf den nächsten. Und während der Brokkoli erst noch wachsen muss, ist Spinat erntereif. Schauen Sie mal hin. Jo, hätten wir auch ein bisschen früher ernten können. Aber dank Corona wird es immer schwerer. Kann sich sehen lassen, was? Ich gebe ja zu. Also anzubauen ist Spinat relativ simpel. Gute, wenn die richtige Zeit gewählt ist. Aber die Verarbeitung ist dann doch aufwendig. Das muss jetzt alles gewaschen werden hier. Dann gucke ich nochmal durch die Blätter, ob da nicht irgendwas dran ist, was da nicht hingehört. Dann wird das blanchiert, in Tüten eingefroren. Ist also doch recht aufwendig. Vielleicht finde ich ja jemanden aus der Familie, der mitmacht.
Dann nehmen wir noch eine Kohlrabi mit. Die Beete müssen alle frei werden. Die Tomaten warten da drauf. Die Paprika warten. Essen, essen, essen. Erstaunlich. Ich habe den ja erst im Frühjahr jetzt gepflanzt oder gesät. Und die Landwirte haben hier vor, lass sagen, einer Woche, anderthalb Spinat geschnitten. Also da bin ich mal gerade mal eine Woche, anderthalb hinkig hinterher. Gut, Gewächshaus. Aber finde ich ganz in Ordnung. Du nicht. Aber du gehst mit. Du nicht. So kann man eben auch seine Zeit verbringen. So. Spinat haben wir verarbeitet. Direkt weitermachen, Paprika auf das Beet. Also ein, zwei Portionen hätte ich noch ernten können, was? Da muss ich sowieso noch ein paar Mal durchgehen. Mit der Hacke. Aber jetzt kommen erstmal die Paprika da rein. Einen. Und Nummer 6. Sieht vielleicht nicht schön aus, wird aber klappen. Und nochmal eine Portion Wasser. Was jetzt nicht, was noch wächst von dem Spinat oder was da sonst noch drauf ist, das ist nachher prima zu sehen. Was nicht mehr wächst, ist gelb, geht ein. Und wo noch was wächst, wird nochmal nachgejagt. Und Kleinkrams zwischendurch 24 Tabakpflanzen in die Erde gesetzt. Aber darüber bereite ich Videos vor, deswegen habe ich das jetzt nicht groß und breit hier erklärt. Und noch mehr Kleinkram. Ich freue mich ja immer, wenn irgendwo was wächst, was ich nicht bewusst gepflanzt habe, wie hier ein Mini-Pak Choi. Den habe ich irgendwann mal aussamen lassen, vor Jahren. Und seitdem kommen immer wieder neue raus. Ganz ohne mein Zutun. Was ich so alles bastel, was? Das ist quasi so eine Haube, wie man so auf dem Grilltisch, so eine ausklappbare Haube, damit die Fliegen da nicht drankommen. Das ganze Ding habe ich jetzt in etwas größer gebastelt hier. Und wisst ihr warum? Es gibt Kulturen, stolper über alles. Es gibt Kulturen, die braucht man nicht in der Menge. Also Rettich zum Beispiel, Radieschen. Die braucht man nicht in der Menge, sondern nur so ein paar zwischendurch, aber die brauchen Schutz. Also bei mir klappt das nicht. Rettich sind alle voll mit Würmern, Radieschen sind voll mit Würmern. Das ist also ziemlich witzlos. Weiß ich, brauche ich gar nicht versuchen. Jetzt würde ich aber auch gerne, außer im Frühjahr, wo die im Gewächshaus, wo, da sind die Fliegen noch nicht unterwegs. Aber wenn ich die jetzt aussehen würde, könnte ich keine davon ernten. Habe ich alle schon probiert. Das habe ich mir gedacht, für so kleinere Sachen, Radieschen oder Rettich, so eine Haube, 1,20 m mal 1,20 m. Jetzt erstmal eine Lage Radieschen und dann vielleicht später mal Rettich. Da passen 9 Stück rein. Das sollte reichen. Das ist wesentlich einfacher als mit Netzen da ausbreiten. Das ist nur deswegen so ein Ding hier. Einfach aus Dachlatten mit Winkeln so ein Rahmen. Dann aus diesen Wasserleitungsrohren
so eine Haube drüber und ein Netz drüber gespannt. So, und für den Anfang werde ich das jetzt mit Radieschen versuchen. Ich weiß, eine Menge Leute werden sagen, was machst du da für einen Quatsch? Aber die Erfahrung sagt, dass es ohne irgendeinen Schutz nicht funktioniert. So. Sieht gut aus, was? Bisschen Wasser. So, nun wachsen die Radieschen. Und ein bisschen Spaß gehabt bei der ganzen Geschichte, bei der halben Stunde. Ja, ich weiß, anderen bei der Arbeit zugucken ist immer eine feine Sache. Mario, ganz ehrlich, ich habe nur keinen, bei dem ich hier zugucken kann. Gehen wir lieber wieder hier in den Folientunnel. Hier ist wärmer. Hier macht die Gärtnerei etwas mehr Freude als draußen. So, wie immer, abonnieren, Like-Button drücken. Ihren nächsten Amazon-Einkauf über einen meiner Links. Würde mich freuen. Und ich muss jetzt irgendwie noch sehen, dass ich da hinten was in die Erde bekomme, was Sie dann irgendwann später in dem Video sehen. So, bis dann. Tschüss.